Gitarre spielen. Yay. Oh, er ist ganz mieser Laune. Star Wars macht wieder große Fortschritte. Bald ist es fertig. Wir kriegen hier richtig viel Simoleons dadurch. Das ist geil. Naja, er hat wenigstens jetzt die Lebenszeitbelohnung. Jetzt fährt er heim und macht sich fertig und all so ein Scheiß. Simon Sausig möchte künstlichere Expressionen beobachten und er ist ins Theater gegangen. Diese Erinnerung und die Schönheit des großen Theaters wird ihm ein Leben lang erhalten bleiben. Trotzdem hat er kein Fisch. Kleines Fischgesicht. Vater, 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 Vater. So, Simon, wie sieht's aus, mein Freund? Wie sieht's aus mit dir, Sabine? Vergesst die Namen manchmal. Naja, bald wird's nicht mehr vorkommen. Bananenübsagen. Bananenübsagen. Wer ist das denn? Glorius Goldhorn. Marianne hat ihr Tagewerk vollbracht und 233 Simoleons verdient. Herzlichen Glückwunsch! Die gute Leistung von Marianne hat dir einen Bonus von 468 Simoleons und eine Beförderung eingebracht. Sie ist nun Zutatenvorkosterin. Dein Geschmack findet anscheinend Anklang, denn als Zutatenvorkosterin ist es deine Aufgabe, tagtäglich unzählige Happen der köstlichsten Speisen zu verzehren. Zudem solltest du für eine gute Beziehung zu deinen Kollegen sorgen, denn auch sie haben bei der weiteren Entwicklung einer Karriere ein Wörtchen mitzureden. Marianne verdient nun 47 Simoleons in der Stunde und arbeitet von 15 bis 21 Uhr. Ja, schon fast 2000 Simoleons und könnten uns, wenn das so weitergeht, bald den neuen Raum leisten. Yeah! Marianne ist befördert worden. Ja, gutes Gefühl und so weiter, ne? Option. Kann man kurz was gucken. Alterung ist doch deaktiviert, ja. Sims Lebensdauer ist episch. Naja, gut. Gypsy. Susu. Lulu, Susu. Dudu, Dudu. Sie fährt heim, wird erstmal was essen und all so weiter. Etwas im Wert von mindestens 250 Simoleons kaufen. Natürlich. Kochenfähigkeit verbessern, mit Kollegen anfreunden und so weiter. Level 5 der Gastronomiekarriere erreichen. Welches Level hat sie denn? Aktuell. Gastronomie 4. Ja, also ist das bald soweit. Ein Spiel mit Karl spielen und ein neues Rezept kaufen. Lass das mal. Wichtiger ist das und Kochenfähigkeit verbessern. Yeah, und er hat auch wieder 180 Simoleons verdient. Knapp. Wir haben über 2000 Simoleons. Mann, das ist echt dick. Jetzt geht's hier langsam wirklich auf die große Kohle, Leute. Und dann können wir uns hier bald ein bisschen mehr leisten. Ich sag nur so viel. Die Familie Sausig lebt nicht mehr in Geldnot. Und sie hat auch wieder 14 Simoleons reingepackt. Aber sie lassen wir noch fertig schreiben. Danach wird sie hier mal ein bisschen benutzen, duschen. Er repariert jetzt hier den Fernseher. Kein Stromschlag, kein Stromschlag, kein Stromschlag. Ja, er schafft das schon. Er ist ja hier der Geschickte. Er hat 4 Punkte, also 4 Level in Geschicklichkeit. Aber wie kann man jetzt schon einen Stromschlag kriegen, wenn man da einfach mal so mit dem Schraubenzieher dagegen schlägt und ein bisschen im Plastik rumbohrt? Naja, stellt euch das doch vor, das wäre voll krass, wenn er jetzt einfach so sterben würde. Alter, ich glaube, dann wäre hier aber übelste Probleme. Sie macht alles kaputt, dann muss sie, weil sie ist die einzigste Nachkommen in dieser Familie, die die Fähigkeit Geschicklichkeit hat. Und das heißt für mich, dass sie dann das alles übernehmen muss, und weil die beiden machen ja eh nur alles kaputt und so weiter. Yeah, er hat's repariert.
Schwimmbad der Nachbarschaft besuchen. Naja, mal schauen. Schach spielen, das ist natürlich im Bereich des Möglichen. Sie hat das Buch fertig geschrieben? Nee, nee, dann. Nee, nee, noch nicht. Nee, dann mach fertig. Geh was essen, Spaß brauchst du keinen. Dann geh schlafen. Warum geht der Spaß bei ihr immer so schnell derbe leer? Naja, sie haben da auch so viel Spaß. Guck doch mal, die haben alle voll viel Spaß. Naja, okay. Ist bestimmt immer noch so gestresst, weil sie muss ja am meisten arbeiten. Hohoho, Arme Sardinchen. Gattoso. Naja. Sie wird dann das alles machen und er. Ah, better So, er geht ein stereo. bisschen Gitarre spielen. Stimmt, die haben ja morgen frei, die Eltern. Die Eltern haben morgen frei. La 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 da 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 da. Dra la 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 da da da. Es ist 0 Uhr. Sie muss ins Bett, verdammte Scheiße. Morgen früh ist Schule und wir haben 0 Uhr. Geh schlafen, Sabine. Yeah, Level 3. Ist ja richtig drauf jetzt. Wenn sie morgen aufsteht, um 7 Uhr steht sie auf. Duschen. Naja, dann wird er sich gerade mal schnell hier den Wunsch erfüllen. Schach üben und dann kann auch er gleich mal schlafen gehen. Nachdem er hier ein bisschen aufgeräumt hat. Und das Klo gesäubert hat. Komm, Wunsch, erfülle dich. So, fertig, Schach gespielt. Nächste. Kann man Schach eigentlich alleine üben? So, und wenn der Gegner jetzt da hinsetzen würde, würde ich ihn schlagen. Haha, gewonnen. Meine Fresse, ey. Naja, er räumt hier ein bisschen auf. Das finde ich ganz schön sozial hier. Danach wird er das Klo säubern. Ach, ist das ein lieber Mann. So, und danach kann auch er schlafen. Er schläft bis 7 und sie schläft auch bis 7. Genial. Die müssen ja morgen früh mal etwas was anderes machen. Er will mit Marianne sprechen. Immer diese unnötigen Aufgaben, ne? Naja. Schreibenfähigkeit verbessern, la 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 la. Sie hat jetzt wenigstens keinen Job mehr. Aber sie hatte Kassenexpertin gemacht. Das wird ja dann hier vermerkt. Das ist cool, ja. Doch, interessant, ja. Und jetzt schlafen sie alle. Und was heißt, das heißt, wenn sie alle schlafen, ist es wieder mal Zeit für mich zu sagen, speichern und beenden. Und wir sehen uns das nächste Mal, Leute. Ciao.